Licht bitte. SRF Virus. Das ist ein Hip-Hop-Festival. Du leihst keine Gummistiefel an. Singing in the rain. Du kommst ans Frauenfeld mit deinen abgefucktesten Sneakers. Weil die kommen hierher, kannst sterben. Also das Ziel am Open Air essenstechnisch ist, möglichst viel Fett in seinen Körper einzuführen. Das heisst, du isst Pommes frites. Yeah! Du isst Burger, Mayonnaise, Ketchup nicht vergessen. Es ist wichtig, dass deine Finger auch schön danach stinken. Weil, falls du nachher wieder mal Hunger hast, während dem Konzert schauen, den Rest von den Fingern saugen. Hä? Bei diesen Witterungsumständen auch sehr winterbewusst einkleiden ist gut. Am besten Thermounterwäsche, etwas, das eng sitzt, so um den Schritt herum, damit es schön warm bleibt. What? Auch wichtig, Ziploc-Baggy für Kein 16-Jähriger anmachen. Oh, suck it to me like you want to. Das heisst, wenn du Lust hast, aufs andere Geschlecht ein bisschen einzugehen, ein bisschen Liebe zu machen, Blick auf den Ausweis, bitte schön, es laufen ganz viele junge Bunnies rum. How old is that? Old enough. Dann, Zeltplatz technisch. Es gibt VIP. Wow! Es gibt nicht VIP. Yeah! Hast du bei ein bisschen mehr Geld, gehst du VIP. Hast du bei ein bisschen weniger Geld, gehst du normalen Zeltplatz. Aber zeig ein bisschen Realness und miet nicht die fucking Mansion. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Gesundheit. Essentiell deine Sonnenbrille. Auch wenn es regnet, ab einem gewissen Zeitpunkt im Tag ist es sehr wichtig, seine Augen können zu verstecken. Und dann bist du safe. Jungs, bitte nicht vergessen, ihr seid 3 Tage mit anderen stinkenden, grusigen, schwitzenden Jungs im Zelt. Das Blue Balls Festival ist im Fall zu Luzern. Dann ganz wichtig, dass du an diesem Wochenende mindestens ein Foto mit einer Schweizer CH-Rap-Prominenz im möglichst angetrunkenen, nicht mehr nüchternen Zustand. Meine Jungs, kommt, ist ein Schipuri, ich bin eine Legende. Wir wissen, am Open Air Frauenfeld laufen viele Pickpockets rum, anscheinend hättest du die. Drum, nimm doch einfach nichts das Festival mit, das du würdest vermissen. Nimm nur Sachen hierher mit, die dürfen sterben, gell? Ja. Dann ist safe. SRF